Sandy, du schon wieder? Jetzt, dieser Krabbenburger war so verdammt gut, dass ich mal sehen will, wie du einen machst. Nichts für ungut, aber du siehst so anders aus. Ich kapier gar nicht, was du damit meinst. Ich bin's doch, deine Karatefreundin im Fell. Ja, aber irgendwas an dir ist heute so anders. Ich krieg's nur nicht richtig zu fassen. Bitte nicht, ich will nicht gefasst werden. Jetzt hab ich's! Wo sind der Helm und der Raumanzug? Das liegt daran, dass ich jetzt unter Wasser atmen kann, genau. So einfach ist das. An die Krabuletten! Das ist ganz wichtig, eine frische Krabbenburger-Krabulette. Lass mal gut sein, mein gelber Kumpel. Ich würde viel lieber wissen, wie du deine Krabuletten denn so zubereitest. Oh nein, das läuft auf keinen Fall. Dazu müsste ich ja die Geheimformel rausholen und das ist mir laut meinem momentan gültigen Arbeitsvertrag untersagt. Ja, aber ich bin doch deine alte Freundin Sandy. Wir beide stehen uns noch näher als zwei Wildfilets in der Bratpfanne. Kann schon sein, aber Paragraf 944-293b verbietet ausdrücklich die Offenlegung der Geheimformel gegenüber Freunden. Auch wenn einem diese nahestehen wie, Zitat, zwei Wildfilets in der Bratpfanne. Ich verfluche dich, Krabs. Aber ich kann dir alle anderen Tricks und Kniffe rund um die Krabbenburger-Zubereitung zeigen. Zuerst sorge ich für die optimale Grilltemperatur, nämlich 274 Grad. Und schon sind wir mitten im Grillen. Kapiert. Und wie lange brät man denn so eine Krabulette ungefähr? Eine Krabulette brät genau 283 Sekunden pro Seite. 283 Sekunden? Das sind doch Insider-Informationen vom Allerfeinsten. Einfacher geht's doch gar nicht mehr, oder? Sei bitte so gut und hab mal kurz ein Auge auf die Krabbenburger Geheimformel. Yeeha! Ja. Jedenfalls putze ich jetzt meinen Safe, solange bleibt die Formel hier. Lass sie nicht aus den Augen, Minion. Sie können sich immer auf mich verlassen, Chef. Oho, Mann. Die Krabbenburger-Geheimformel ist ja jetzt schon so gut wie mein. Dieser Halunke, der meinen Pelz geklaut hat, ist sicher da unten und will ihn wahrscheinlich auf dem Schwarzmarkt verscheuern. Diese widerliche Wanderratte schnappe ich mir. Du, hast du jemanden gesehen, der mit einem Pelz rumläuft? Guck mal, ein nackiges Eichhörnchen. Hört mal her. Was ist so komisch daran, dass mir einer den Pelz geklaut hat? Schämst du dich denn nicht, deine rosa Stoppelhaut herzuzeigen? Ja! Bei so viel Gewese merkt der fiese Felldieb aus einer Seemeile Entfernung, dass ich komme. Ich tarne wohl besser wenigstens mal mein Hinterteil. Und jetzt wird hier ein bisschen Abschaum aufgemischt. So, und nach dem Grillen kümmern wir uns um den Belag. Zwei leckere Krabuletten warten schon. Aber bevor wir anfangen zu schneiden und zu schnippeln, wird das Gemüse erstmal gewaschen. Angefangen mit dem Seetang. Okay, dann stelle ich mich mal auf die andere Seite. Da sehe ich das besser. Gut, mach das, aber pass genau auf, denn Hygiene ist die beste Waffe gegen ein Leben voller grässlicher Krankheiten. Endlich, da ist sie. Achte immer darauf, dass der Pinsel gut angefeuchtet ist. Nun wird Blatt für Blatt sorgfältig gereinigt. Und auf keinen Fall die Rückseite vergessen. Ah ja? Wirklich sehr interessant. Gleich habe ich's geschafft. Dann legst du es auf das Trockengitter und föhnst es gründlich. Sandy! Ich hab nichts gemacht. Aber andererseits auch nicht zu gründlich, sonst wird unser Seetang hart und brüchig. Dieser heimtückische Bandit muss sich irgendwo hier in der Gegend rumtreiben. Siehst du das nackiges Eichhorn? Achtung, fertig und schön. Tja, nur leider liegst du um 3,6 mm daneben. Versuch's nochmal. Ach, das nervt höllisch allmählich. Zeig's mir doch einfach noch ein paar Mal. Vielleicht komme ich dann auf den Trichter. Oder aber wir konzentrieren uns direkt auf die Stellen, an denen es hakt. Ist es das Handgelenk beim Aufsetzen oder ist es der Oberarm beim Transport? Ich will nicht mehr wegrennen. Ich stehe die Sache jetzt durch. Ein FKK-Frettchen. Schnell ins Auto, Kinder. Ich kann nichts dafür. Ich... Das ist unglaublich. Ich
geh besser in den Untergrund. Was mache ich jetzt nur? Wenn ich diesen Gauner je erwischen will, dann brauche ich Hilfe. Oh, da fehlt immer noch ein Stück. Nächster Versuch. Nee, nochmal. Nochmal. Oh, nochmal. Nö, nochmal. Nö, nochmal. Mach deinen Dreck alleine, ich verzieh mich. Endlich ist sie mein. So, dann hauen wir mal den Vierpfotenantrieb rein. Warte, Sandy, lass uns darüber reden. Mein Pets! Mr. Krabs, Sandy will mit der Formel abhauen. Sandy, du bist ja nackt und hast gar keine Kleider an. Rück sofort meinen Pelz raus, unbekannter Schurke! Nur über meinen todesstarren Zellkern! Plankton! War eigentlich klar, dass du dahinter steckst. So, pass auf, Junge! Hi-ja! Hab ich dich! Und weißt du auch, was die angemessene Bestrafung für einen so fiesen Feigenpelzdieb ist, wie du einer bist? Mein Auge! Dieses Gewürzmittel reizt mein empfindliches Auge! Bei Neptun, danke, Sandy. Vielen herzlichen Dank. Gerne, Mr. Krabs. Ja, was ist? Der Apfeleimer hat 23 Stunden lang geöffnet. So, Plankton, dieses kleine dreckige Stück Strandgut glaubt also, er kann länger öffnen als ich, oder wie? Na klar, ich weiß nicht, wieso nicht. Weil er sich da irrt! Okay, na dann. Ab sofort hat die große Krabbe 24 Stunden geöffnet! Hast du das gehört, Thaddäus? Wir dürfen arbeiten und arbeiten und arbeiten und müssen nie mehr wieder nach Hause gehen. Ich muss mich zwicken, denn das kann doch wohl nur ein Traum sein. Au! 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 Aua! Ja, ist doch kein Traum. 24 Stunden geöffnet, hä? War doch klar, dass er unbedingt länger geöffnet haben muss als ich. Mein böser Plan funktioniert geradezu perfekt. Er wird seine Angestellten bald zugrunde gerichtet haben. Und wenn SpongeBobs Hirn vor Überlastung irgendwann zusammenbricht, bringe ich ihn dazu, mir die Krabbenburger-Geheimformel zu verraten. Wieso lachst du nicht? Weil ich den Witz schon kenne. Und weiter geht's, Belegschaft. Die große Krabbe beginnt den dritten Tag mit Non-Stop-Service. Einen Riesenapplaus für Tag 3. Ja. Tag 3. Krabbenbürgerlein, es ist mir ganz egal, ob wir bis zum Tag nach dem Weltuntergang geöffnet haben. Solange du bei mir bist, bin ich glücklich. Tag 10 mit Non-Stop-Service. Mr. Krabs, kann ich endlich nach Hause gehen? Niemand geht nach Hause. Sehen Sie die Tränensäcke hier? Sogar die Tränensäcke haben Tränensäcke. Hör auf zu jammern, du Jammerlappen. SpongeBob jammert doch auch nicht. Nimm dir ein Beispiel daran. K-R-A-B-B-I-N-B-U-R-G-E-R. Von dem Jungen, da kannst du noch eine Menge lernen. Mr. Krabs, der ist nicht normal. Na schön, du darfst dich 5 Minuten hinsetzen. Dann geht's wieder an die Arbeit. Algendreck, er kollabiert immer noch nicht vor Erschöpfung. Aber wenn ich den Druck noch etwas erhöhe, wird dieser Schwamm zerbrechen wie ein Ei. Und dann werde ich mich am Schmalz seiner zerschmetterten Psyche delektieren. Eine Spinne, pfui! Na, wird's bald. Die große Krabbe? Das Restaurant, das niemals schließt? Sie wollen eine Bestellung aufgeben? Was? 10.000 Krabbenburger? Wir werden Ihre Bestellung sofort bearbeiten, Mr. Wie war der Name nochmal? Peter Langton. Moment mal, das ist aber keiner von diesen Telefonscherzen, oder? Nö. Gut, wir rufen Sie an, wenn wir fertig sind, ja? Hau den 5. Gang rein! Wir haben eine riesige Bestellung. Ich zähle auf dich, Mignon, und ich will, dass du den Pfannenwender hisst. Ja, und nun will ich, dass du sagst, Team Große Krabbe! Team Große Krabbe! Das ist Mignon. So, nun brat mir die 10.000 Burger. Und keine Pausen. Hast du das gehört, Pfannwender? Nur wir beide und 10.000 Krabbenburger. Und das Beste kommt noch. Keine Pausen.
Tag 15! Ein Applaus für Tag 15! K-R-A-B-B-E-N-B-U-R-G-E-R. 1323. Tag 23! Ein Applaus für Tag 23! 6654. Tag 30! 7121. Tag 35! 1609. Moment, was ist hier los? Wow, wow! Tag. Weiß von euch noch jemand, der wievielte Tag heute ist? Der 43. Was zum Killerhai? Was ist denn das hier für eine Schwammerei? Du verschwendest mein ganzes Essen. Was ist denn, Jung? Oh, hallo, Mr. Krabs. Seit wann sind Sie denn hier? Jung, ich mach mir Sorgen, dass... Verstehst du? Tut mir leid, Mr. Krabs. Könnten Sie das bitte noch mal wiederholen? Klar, ich sagte, ich mach mir Sorgen, dass... Ah, doch, richtig verstanden. Ich muss allerdings Folgendes einwerfen. Geh weg, ich warn dich, du! Na gut, Schluss mit den Albereien. Ich möchte, dass du... Nein, bitte friss mich nicht auf. Ich bin viel zu zäh. Heiliger Hering, sie sind überall! Ich hab dir gesagt, das Hemd ist grässlich! Nein, nein! Ich will weiterleben! Ich will weiterleben! Also, wo waren wir gerade? Hier! Was ist denn los mit dir, Baby? Musst du weinen? Alte Heckflosse, das hätte ich nicht erwartet. Das ist kein Babygas, das ist Rentner- und Seniorenspray. Ja? Wie war das, Jungchen? Geh mir aus dem Weg, Methusalem. Du bist jetzt alt und nutzlos. Moment, so geht's ja nicht. Alte Leute sind unser größter natürlicher Rohstoff. Ich salutiere vor dir, oh Senior, du. Da werde ich ja schon beim Zuhören alt. Versuchen wir's nochmal. Ich weiß noch, wie ein Zehner früher einen Fünfer gekostet hat. Dieses Babygas ist ja wohl das allerletzte. Aber wenigstens seid ihr viel zu alt, um mich daran zu hindern, einen Krabbenburger zu klauen. Wie war das, Jungchen? Es würde mehr Zeit brauchen, das zu erklären, als dir noch bleibt. Was? Der Junge hat einen Krabbenburger. Schnapp ihn. Wen soll ich? Oh, Gesundheit. Endlich ist der Triumph mein. Hey, bleib stehen, du unverschämter Hosenmatz. Geh zu meinem Rasen runter, ihr Lümmel. Oh, Junge, da warte gleich, bin ich bei dir. Ich bin schon dran am Stricken. Das ist es. Darin verstrickt sich der Junge. Das war ja schon fast zu einfach. Oh, nein! Ich verlange, dass ihr Greise mich sofort freilasst. Ja, gleich nach der Party. Der Pinata-Party. Was? Das ist dafür, dass du uns alt genannt hast. Hey! Ich will Süßigkeiten. Aufhören! Bitte nicht! Einmal sprühen plus erwachsener Feind, die zwei im Sinn. Gasvektor minus Körpergewicht. Quadratwurzel von SpongeBob. Natürlich! Der letzte Bestandteil, der mir noch gefehlt hat. So einfach und wirkt dennoch so teuflisch. Und ich weiß auch schon genau, wo ich ihn herkriege. Entschuldigen Sie, wo haben Sie denn das gefunden? Meinen Sie das Kelpo? Nicht doch das da, dieses hässliche, tropfende Stinkeding. Sie meinen doch nicht etwa mein Baby, Widerling. Au, au, au! Ich fühle mich wie gerädert. Oh, Babypuder. Das könnte genau das sein, was ich brauche. Hey, Kumpel, ist das aus echten Babys oder künstlich hergestellt? Au, 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 au! Mit diesem Babypuderzeug haut's hin. Nun kann mit meinem Babygas nichts mehr schiefgehen. So wie bei all deinen anderen Plänen, bei denen nichts schiefgehen konnte. Was ist denn nun wieder, Karen? Ich würde sagen, du testest das Gas erstmal, bevor du Hals über Kopf darüber rennst. Das ist eine ganz ausgezeichnete Idee. Und ich sehe auch schon das Versuchskaninchen. Oh, Plankton, du wirst doch nicht...
Karen, nun sag doch was. Hallo. Es funktioniert. Hallo, haltet die Windeln bereit. So, und wenn ihr euch jetzt in Babys verwandelt, dann bleibt ihr auch Babys. Hey, Krabs, fahren. Was hast du denn, du kleiner Bursche? Mein Moment des Triumphes ist... Oh, was zum... Oh, wie eklig. Hört auf, mich voll zu sabbern. Ich befehle es. Lass mich runter. Oh, hör auf. Ich bin ein Erwachsener. Na, was fällt mir denn da ins Auge? Die Krabbenburger-Formel. Er nuckelt dran rum. Gib sie schön her, du hirnloses Riesenbaby. Aua! Au! Oh. Ich hab sie! Als ob man einem Baby die Butter vom Brot nimmt. Verstehst du, Krabs? Als ob ich die Butter von dir klauen würde. Moment, was tust du denn da? Oh je. Mamas kleines Genie des Bösen braucht eine Windel. Mach dir keine Sorgen, Schätzchen. Nichts wird je zwischen uns kommen. Hallo, mein kleines Banknotenbündel. Ich möchte dir meine Tochter Perla vorstellen. Perla, dein Rouge ist toll. Sehr schön. Das ist eigentlich ein Ausschlag. Teenie-Themen. Ah, Mädchen mögen Schuhe. Also, Perla, ich finde, du hast tolle Schuhe. Ich trag doch überhaupt keine Schuhe. Das sind Muschelablagerungen. Tja, dafür habe ich eine Creme. Versuchen Sie mich nicht zu bemuttern. Das brauche ich überhaupt nicht. Nun ja, Perla, da ich mit deinem Vater zusammen bin, habe ich gehofft, wir beide würden uns verstehen. Ha, Sie werden mich nie im Leben verstehen. Und ab sofort sorge ich sowieso dafür, dass mich überhaupt niemand mehr versteht. Bla, 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 bla. Ich rede noch mal mit ihr. Nein, das mache ich besser allein. Oh, so aufgeregt war ich seit meinem ersten Bootsmännerball nicht mehr. Und dann ich so, das nennst du einen Überfall? Und dann hat er auf die Flossen gekriegt, bis ich meine Handtasche wieder hatte. Hey, ihr zwei Süßen, ich würde auch gern mitlachen. Wollt ihr mir nicht verraten, was so lustig ist? Das verstehst du ja doch nicht, Dad. Das ist eine Frauensache. Bargelda, du weißt, ich liebe dich und jetzt liebt mein Töchterchen dich auch. Willst du mich heiraten, Bargelda? Ja. Perfekt. Denn wenn wir verheiratet sind, musst du mir die Geheimformel verraten. Ja. Jawohl. SpongeBob, du wirst mein Hochzeitsplaner. Ich fühle mich geehrt, Mr. Krabs. Gut, das ist dein Budget. Mr. Krabs, aus diesem Dollar hole ich so viel raus, bis er um Gnade winselt. Bei allem Respekt vor der reizenden Braut. Möchten Sie unseren Cocktail in Rot oder doch lieber in Gelb? Tada! Und nun bitte ich das Brautpaar um die Ehegelöbnisse. Eugene, du hast alles, was ich von einem Mann je wollte. Einen Hautpanzer, absurd lange Augenstiele und die geheime Krabbenburger-Formel. Bargelda, du bist in mein Leben getreten, als ich dachte, ich müsste den Rest davon allein verbringen. Und du hast mir auf die schönstmögliche Art und Weise gezeigt, dass Geld keine Liebe kaufen kann. Sehr wohl, aber kann es Liebe schenken? Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Oh nein!
Moin, wo ist der Brautstrauß? Der, einmal Brautstrauß kommt sofort, Mrs. Krabs. Bitte sehr. Fangen! Nur schade, dass Plankton nicht hier sein kann. Wer hätte gedacht, dass Eugene so eine Kiste Krabbensohle aufs Parkett legt? Eugene, es soll keine Geheimnisse zwischen uns geben. Was? Oh gut, ich erzähl dir alles, egal wie peinlich es ist. Ich war Bettnässer, bis ich 40 war. Mein Achselschweiß riecht nach Algengrütze, wenn ich Angst habe. Ach nein, doch nicht diese Geheimnisse. Oh, auch gut. Ganz wie du willst, mein Schatz. Frag einfach. Verrate mir bitte die geheime Krabbenburger-Formel. Die was? Die Formel, die in deinem Herzen eingeschlossen ist. Bitte öffne dein Herz für mich, Eugene. Lass mich hinein. Oh, na gut. Für dich tue ich alles, Baby. Also, ich werde sie dir zuflüstern. Nur für den Fall, dass hier irgendjemand lange Ohren macht. Oh Mann, jetzt geht's los. Ich freue mich. Also dann, meine Süße, das ist sie. Das ist jetzt schon ein bisschen emotional für mich, weißt du? Ich habe noch nie jemandem die geheime Krabbenburger-Formel verraten. Gut, also dann. Komm schon, Krabs, trau dich, lass es alles raus. Was, Plankton? Nein, nein, ich bin nicht Plankton, ich bin Bargelda. Deine strahlende Braut, ich bin... ich strahle doch. Du Monster! Wie, du zerquetscht mich nicht? Ach, weißt du, ich war nun schon so lange allein und zum ersten Mal seit Ewigkeiten habe ich... für jemanden etwas empfunden. Naja, für etwas. Für ein Bündel Scheine mit Lippen. Und es war natürlich viel zu schön, um wahr zu sein. Nun gut, Bargelda war vielleicht nicht echt. Aber meine Gefühle waren es, wirklich. Nun reiß dich mal ein bisschen zusammen, Krabs. Plankton, es war also nur ein abgekartetes Spiel für dich. Du hast nichts empfunden. Du bist ja verrückt. Ich verfisch mich von hier. Aber eines Tages wird diese Formel mir gehören. Merkst dir? Super, der kleine Finger hat gezuckt. Er hat gezuckt. Diesen Kampfhandschuh muss Krabs erstmal besiegen. Ja! Ich will eine Revanche, Krabs! Warum nicht? Oh nein! Ein Handkrampf! Nicht jetzt zur Hölle! Zum Glück habe ich jemanden, der kurzfristig für mich einspringt. Was? Nur eins! Trottel! Moment! Nein! Tada! Klatscht kräftig in die Hände für den neuen Champion! Okay, weiter geht's, Langfingerchen.
echt bedauerlich, dass Krabs nicht hier ist, um mich mit dem Handschuh im Honigglas zu erwischen. Brech die Tür auf! Ja. Brech diese auch auf! Und nun kommen wir zur Geheimformel. Sesam, öffne dich! Werd nicht handgreiflich! Das ist ein Befehl! Bitte tu mir nicht weh! So, was ist denn heute für mich drin, hä? Kein Krabbenburger in Sicht. Wie jetzt, was ist das? Sieht aus wie ein zermatschter alter Burger. Das perfekte Material, um daraus einen kompletten Krabbenburger zu rekonstruieren. Danke, Eugene, du machst mir meine Arbeit wirklich wesentlich leichter. Diesen Schrei würde ich überall raushören. Das ist eine sterbende Gewinnmarge. Haltet den Dieb! Nun jammer nicht rum, Krabs. Ich bring doch nur den Müll für dich raus. Halt, du Dieb! 335 kommen. Das war schon fast zu einfach. Langdon, alter Junge, gleich bist du am Ziel. Halt, du Dieb! Ja! Wieso denn die Polizei? Das ist doch nur ein Sack voll Abfall! Was soll das denn? Wie lange werden wir wohl hier sein? Keine Ahnung. Aber ich habe so ein Kribbeln im Bauch. Das geht mir auch so. Hey, du da! Ja, du in dem Sitz! Keine Bewegung! Latschu! Blöde Pollenallergie. Im Weltraum sollte ich doch sicher sein. Halt, du Dieb! Wollt ihr mich eigentlich verhalten? Hallo? Hallo? Aufmachen! Machen Sie auf! Muss das denn sein? Manche von uns haben morgen eine Menge Nichtstun vor sich. Wie war das? Sitzen bleiben und ich will eure Hände sehen. Okay, ihr zwei, jetzt stellt euch an die Wand. Schön langsam, so ist es gut. Bitte hilf mir, seit ich aus der großen Grabe raus bin, sitzen mir überall die Cops im Nacken. Es ist völlig bizarr. Wenn ich sonst was aus der großen Grabe klaue, habe ich halt Krabs am Hals, aber doch nicht gleich die Spürwürmer von der Kripo. Also wenn du weißt, was los ist, rück's raus oder mein Löffel unterhält sich mit dir. Ich kann alles erklären. Diese Einzelteile eines Krabbenburgers sind nicht einfach Abfall. Das ist ein Kunstwerk. Es ist ein Vermögen wert. Wirklich? Und deswegen will Mr. Krabs es unbedingt zurück. Das ist ja interessant. Offensichtlich war mein Fischzug lohnender, als ich dachte. Pass auf, du hast ein unbezahlbares Meisterwerk gestohlen. Dir bleibt nur noch eins zu tun. Meinst du es behalten, bis es richtig fett was wert ist? Nein, du musst dich natürlich stellen. Ich soll mich stellen? Ja, was?
Trifft es mich, trifft es auch dich. Du beherbergst hier immerhin einen Kunstdieb. Ach so, wen denn? Mich natürlich, Spongeblöd. Was? Und nicht nur das, ein Komplize bist du auch hier. Wirklich? Damit nicht genug. Auch Gary ist in die Sache verwickelt. Nun gehst du aber zu weit. Nein, du gehst zu weit, du krimineller Komplize. So nennst du mich, ich fass es nicht. So ist es aber, Schwammjunge. Hey, was habe ich hier vorhin gesagt? Ich will in Ruhe Heier machen. Sag mal, was isst du denn da? Die Vorspeisen da von dem Teller. Ah! Wow! Nicht schlecht. Jetzt bunkert Patrick die gestohlene Beute in seinem Bäuchlein. Noch ein Komplize des Räubers. Hier sind sie, Wachtmeister. Diese Wirbel- und Hirnlosen haben durch ihr Lärmen meinen Schönheitsschlaf gestört. Na, wen haben wir denn da? Wenn das mal nicht der Kunstdieb höchstpersönlich ist, Löffel fallen lassen. Sie sind alle verhaftet, bis die Sache geklärt ist. Was meinen Sie mit alle? Ich bin doch nicht verhaftet, nur weil diese Schwachköpfe Lärm gemacht haben. Ich will schlafen. Karen, was ist das denn? Das sind auf Papier geschriebene Wörter. Sie bedeuten, lieber Plankton, ich habe mich in ein anderes Netzwerk eingeloggt. Ich kann schon nachts nicht mehr in Schlafmodus fallen, weil du mich ununterbrochen beschuldigst, an deinem Versagen die Schuld zu tragen. Wie auch immer, du bist ein ausgewachsener Einzeller und alt genug, deine eigenen Syntaxfehler zu machen. War nett, dich gekannt zu haben, Karen. Pah! Fort mit Schaden! Denn ich werde jetzt Mr. Krabs ein für alle Mal die Krabbenburger Geheimformel abluchsen. Und dann sehen wir ja, wer den Fehler begangen hat. PS? Und denk dran zu blinzeln. Ja, richtig. Okay, Männer, hört gut zu. Wir sind nun unter uns und nichts und niemand kann uns noch zurückhalten. So, ihr schaut alle recht freundlich und das ist auch gut so, da ich euer Schöpfer bin. Aber das Letzte, was dieses Unternehmen braucht, wenn es den Sieg erringen will, ist ein Haufen Softies. Software. Haben das alle hier verstanden? Ich sagte, haben das alle hier verstanden? Also gut, es wird Zeit für Taten. T-119A in Position. GZU-31 in Position. Kommandomodul in Position. Wenn neugierig wie Krabs uns aufhalten will, dem zeig ich's. Ich zeig's ihnen allen. Sondermeldung. Eine teuflische, wohl willkürlich zusammengeschusterte Maschine greift Bikini Bottom an und bewegt sich direkt auf die große Krabbe zu. Warum erzählen Sie in den Lokalnachrichten immer solchen Blödsinn? Hey, Thaddäus, guck mal. Ich weiß jetzt, wie man einen Wischmopp nass macht, ohne ihn in den Eimer zu tauchen. Das ist so uninteressant, dass es fast schon in den Lokal... Okay! Krabs, ich möchte dich sehen! Okay, Junge, geh du da raus, ja? Hallo, was wollen Sie denn, Roboter-Dingenskirchen? Nanu, Plankton, was machst du denn hier? Ich bin wegen der Geheimformel hier, du gelber Depp. Ich will, dass du dort hineingehst und Krabs unmissverständlich klar machst, dass er mir entweder die Formel aushändigt oder aber Opfer einer Plattmachaktion wird, durchgeführt von... Verstehst du, was ich sage? Mm-mm. Ja, Schwachschwamm. Gut, dann mal für Anfänger und Blöde. Krabs, mir geben Geheimformel für Krabbenburger oder ich mache großes Bum-Bum kaputt auf große Krabbe, kapiert? Krabs, mir geben Geheimformel für Krabbenburger oder wie war das andere noch? Ach, vergiss es! Jetzt kommt Bum-Bum kaputt! Gefechtsstation bemannt! Der Feind ist im Anmarsch! Wir sind verloren, wir sind verloren, wir sind verloren, wir sind verloren! Verloren, 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 verloren! Wir sind verloren, wir sind verloren, wir sind verloren, wir sind verloren! Bis dann! Hey, was ist denn jetzt los?
Verflucht seist du, grausames Schicksal! Einmal mehr lässt du mich sitzen im schmierigen Schmodder meiner eigenen Torheit. Nur dieses Mal bin ich ganz allein. Was ist das denn? Hä? Karen, kommst du wirklich zu mir zurück? Eigentlich wollte ich nur meine Tastatur holen. Oh, ich wusste, du würdest mich nicht im Stich lassen. Oh, ja, lass mich raten, du hast wieder mal versagt. Was soll ich sagen, diese unzuverlässigen Maschinen heutzutage? Captain Winsling, willkommen bei Böse. Das steht für Bündnisstühliger Schurken e.V. Also, Captain Winsling, was ist jetzt dran? Folgt mir auf dem Weg zur Weltherrschaft. Mr. Krabs! Was ist denn jetzt wieder los? Ach, du heilige Fischsuppe! Du kannst uns die Geheimformel auch einfach gleich aushändigen, Krabs. Ich bin das neue Superhirn von Böse. Geht ihr Nerds zu einer Comic-Veranstaltung? Oh, das ist aber ein schickes Kostüm, Plankton. Für euch bin ich immer noch Captain Winsling, in Ordnung. Schnappt sie! Drecksackblase, ich hab doch gerade erst mal eine Wäsche gewaschen. Diebe, haltet eure dreckigen Boten ja von meiner Formel fern. Ja, ja. Das ist doch nicht die Formel für die Weltherrschaft. Das ist bloß ein Rezept für ein Sandwich. Was soll uns das bringen? Damit kann ich genau diesem Typen hier das Geschäft kaputt machen. Aber wieso sollten wir das machen? Diese kranken Burger schmecken vorzüglich. Hier, bitte sehr, Chef. Tut mir leid, weiter mit der guten Arbeit. Ich kann nicht glauben, dass dieser lausige Winzling unsere Zeit so verschwendet hat. Also für ein kriminelles Genie hält er sich. Ein mächtiger, böser Verstand, dass ich nicht lache. Von wegen. Du heiliger Habanero. Ist Plankton für immer dazu verdammt, in einer Flasche zu leben? Eingesperrt in Glas? Nein, eingehüllt in extra böser Soße. Wir werden keine Speisen von draußen mitgebracht. Also, das stinkt hier. Hör auf zu tuten. Ich habe immer davon geträumt, dass mein Restaurant ganz nah an der Autobahn liegt. Ja, aber das ist eher ganz nah am Untergang. So, es reicht. Ich schwing die Tentakel. Es ist kalt hier drin unter all dem Beton. Bist du irre? Du darfst nicht gehen. Was ist, wenn auf einmal Kundschaft kommt? Seien Sie nicht albern. Seit diese Autobahn da ist, hat sich kein Kunde mehr hier rein verirrt. Eigentlich ist es ja ein Superhighway. Ist mir doch egal, was es ist. Ich verziehe mich jedenfalls. Aber Thaddeus... Nein, lass gut sein, Minion. Er hat leider recht. Wir müssen der Wahrheit ins Auge blicken. Es ist nicht die Zeit für Faxen. Aber ich habe hier doch eins. Ich bin wirklich nicht in der Stimmung für Faxen. Ich verstehe Sie nicht ganz. Die große Krabbe kann geschäftlich nicht überleben. So jedenfalls nicht. Wirklich? Nein, SpongeBob. Und das heißt, die Zeit ist reif für Plan Z-909. Z-909? Eugene, was bitte ist Plan Z-909 und vor allem, geht ihr mich was an? Plan Z-909 heißt ich... 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 Ich verkaufe die Krabbenburger Geheimformel an Plankton. Eugene...
Ich habe keine andere Wahl. Und nenn mich bitte nicht Eugene. Sag mir, dass ich träume. Dieses Mal nicht, mein Kleiner. Ja, ein bisschen tiefer. Noch ein bisschen. Genau da. Ach, wer stört mich ausgerechnet jetzt in der Stunde meines Triumphes? Na sowas, das passt doch. Anton, ich bin bereit, über den Preis für die Geheimformel zu verhandeln. Na wunderbar, lass mich nur noch rasch meine Uhr aufziehen. Wozu denn? Um jede Sekunde davon noch mehr zu genießen. Hast du das gehört? Garen, bist du das? Da oben! Bei allen Tiefseeheiligen. Zuerst waren die Quallenfelder weg. Und. Und jetzt. Und was jetzt? Jetzt ist auch noch der einzige Job weg, den ich hier haben wollte. Siehst doch mal zu. Du trittst mir nicht mehr jeden Tag vor die Augen. So betrachtet könnten herrliche Zeiten anbrechen. Aua! Ja, was bei Neptun? Guck mal, was da anrauscht. Was ist denn da? Alle Quallen, die früher in den Quallenfeldern gelebt haben, kommen nun nach Bikini Bottom. Ja, aber aus irgendeinem Grund glaube ich nicht, dass sie hier Geschenkgutscheine verteilen wollen. Was denn dann? Weißt du was, Plankton? Lass uns irgendwann darüber reden. Ich glaube, ich renne jetzt erstmal um mein Leben. Warte auf mich, ich komme mit! Nein! Nicht ins Auge, nicht ins Auge! Ihre große Krabbelgestecke sind fertig, ja? Oh! SpongeBob! Trag den Sack für mich! Ja, Sir, Sir! So, ich hab ihn! So. Oh, danke, Petunia. Man riecht sich. Du hast es geschafft, Sheldon. Die große Krabbe wird jetzt mit unseren Blumen geschmückt. Und schon bald haben wir endlich die Geheimformel. Ach, ich weiß nicht so wirklich. Hä? Ehrlich gesagt denke ich darüber nach, den Plan für eine Weile auf Eis zu legen. Was? Und dann lieber ein Florist auf Vollzeit zu sein. Ich liebe es, die Kunden zum Lächeln zu bringen. Und ich glaube, ich habe ein Händchen dafür, Sträuße zu binden. Boom! Oh, das ist ja so süß. Mein kleiner Mann will ein Florist werden. Das ist mein neuer Traum. Genieß den Traum, solange du kannst, Schätzchen. Du hast ungefähr 5 Minuten. Wie meinst du das? Hast du deinen eigenen Plan vergessen? Du verkaufst explodierende Blumen an Krabs, wartest, bis der Zünder auslöst und während alle in Panik geraten, spazierst du einfach rein und schnappst dir die Formel. Bei Neptuns Nasenhaaren, ich hab's echt vergessen! Ich muss schnell verhindern, dass diese Blumen hochgehen, sonst ist mein Traum gleich endgültig aus! Ah, hallo Petunia. Sehen Sie nur, wie Ihre schönen Blumen die große Krabbe verschönern. Das ist toll, Eugene. Ah, verzeihen Sie, ha? Entschuldigung, ha? Verzeihen Sie, ha? Entschuldigung, ha? Entschuldigung, ha? Ja, Sie haben was vergessen. Ich erfrische die Blumen nur kurz und bringe sie gleich wieder, ha? Was hat denn Petunia jetzt plötzlich? Hä? Sie hat gar nichts, verstehen Sie? Sie ist eine Perfektionistin, so wie ich. Ja, ich bin in sie verliebt, okay? Und ich kann es jetzt einfach nicht mehr für mich behalten. Ja. Petunia! Ich habe noch genau 1 Minute, um die Bomben zu entschärfen. Das ist eine Begonie aus meinem eigenen kleinen Garten. Oh, die ist wirklich schön. Aber ich kann gerade leider nicht, Herr Thaddeus. Bitte geht sie zur Seite. Petunia, meine Floristin, willst du mich heilen? Du verrückter, liebeskranker Trottel! Du hast meinen ganzen Plan sabotiert! Herrliche Herrliche. Du hast nicht nur den armen Thaddeus fertig gemacht.
hast mich auch 24 Blumensträuße gekostet. Ich sage, wir zertreten ihn. Ich bin ein zartes Plätzchen. Petunia war zwar sehr nett, aber ich bin so froh, dass du wieder da bist. Danke, SpongeBob. Du hast mir das größte Geschenk gemacht, um das ich je bitten könnte. Genug Zeit, um das hier zu tun. Dann mal los, Butterblume. Schön mit Öl. Mit den Blumen ist jetzt Schluss. Jetzt stürze ich mich wieder auf die Geheimformel. Ja. Meine Iris. Oh nein. Bin wieder da, Baby. Wir haben dich umstellt, Plankton. Nun komm raus mit erhobenen Antennen. Auweia, ich glaub fast, jetzt habt ihr mich. Oder Moment mal. Nein, doch nicht. Rückzug! Oh, so schnell wollt ihr schon gehen? Ich hoffe, ihr habt Rhythmus im Blut. Denn jetzt wird's Zeit für den elektrischen Schmodderboogie. Was für ein Glück, dass wir weich gelandet sind. Ja, gut für euch. Plankton, du miese Bazille. Gib mir mein U-Boot zurück. Mein schönes U-Boot. Das wird schon wieder. Plankton, du bist so ein gemeiner Kerl. Ohne diese blöde Blase wärst du nicht so ein harter Typ. Harter Typ? Blase? Patrick, unglaublich, diese Inspiration. Wirklich? Hat denn mein Deo versagt? Nein, aber nicht schlecht. Wir brauchen nämlich Flüssigseife. Wir bekämpfen jetzt Blase mit Blase. Immer diese Blasen. Mehr fällt dir nicht dazu ein. Danke sehr. Kommen Sie wieder. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Hallo da unten, Krabs. Sieh nur, ich habe einen hübschen Ballon für dich. Dafür könntest du mir doch eigentlich die Krabbenburger Geheimformel geben. Wieso bei allen Wellen sollte ich das tun? Weil ich andernfalls dieses grässliche Ding platzen lasse und ganz Bikini Bottom zerstöre. Wie du hier sehen kannst, ist dessen Schmodder-Tomara-Explosionsradius beachtlich und zerstört so ziemlich alles in der ganzen Stadt. Ach ja, leider sehe ich von hier unten so ziemlich gar nichts. Ach ja, dann guckst du an, Triefauge. Ich lass mich nicht erpressen, Kleiner. Und die Geheimformel gebe ich dir auf keinen Fall. Ihr habt's gehört, Bikini-Bottomer. Sagt der Sauberkeit schon mal Tschüss. Ja. Hey, du! Ja, du! Lass das schön bleiben, Freundchen. Ach, nicht schon wieder. Bald zerplatzt dein Traum und du wirst weggeblasen. Klingt irgendwie interessant. Mal sehen, was sie drauf haben. Neptun sei Dank gibt's für alles eine Riesenpackung. Geht los. Geroni-Blase! Nicht schlecht, hä? Auf ihn! Nicht gut. Oh, Junge! Ja, mach ihn fertig, du riesiger Blasenbratz! Du bist der Größte! Yay! Also gut, wo waren wir? Ach ja, genau. Da entschwindet ein wahrer Held. Er gab sein Leben, nun muss keiner kleben. Ja. Oh nein, sie kommt zurück! Direkt in unsere Richtung! Und jetzt ist Schluss mit dem Quatsch, klar? Rück sofort die Formel raus, oder dieser Dreckstadt geht's dreckig. Aber ich will nicht. Tun Sie, was er sagt, sonst machen wir Ihr Restaurant zu Treibholz und geben Ihnen die Formel selbst. Ja. Ich hab gerade mein Auto gewaschen. Ja. Na gut, dann soll's so sein. Ja. Hier, hoffentlich erstickst du dran.
Ich glaub das ja gar nicht. Nach all den ganzen Jahren ist sie mein. Ich könnte wirklich fast platzen vor Glück. Und die Blase übrigens auch. Ja. Oh, dieses doppelzüngige Einauge. Ja, nur keine Angst. Er bekommt schon noch das, was er verdient. Dann schauen wir mal, was in einem Krabbenburger drin ist. So, nur eine Zutat, ja? Verfischt noch mal. Aua. Kann unser erster Song so losgehen? Und danach kommt dann gleich dieser Break. Ja, klingt super, aber viel wichtiger ist doch der Text. Mir schwebt da so was Persönliches vor. Vielleicht ein Geheimnis, das du hast. Oder auch dein Lieblingsrezept. Hm? Och, etwas über meinen neuen Freund Plankton? Oder die Vorzüge eines gesunden Lebens? Ah! Und dann hätte ich noch... Die allerbesten Texte sind tiefergehend und verraten etwas. Irgendetwas, das nur du wissen kannst. Ein Geheimrezept. Ich hab mal nach meinen innersten Gefühlen geforscht. Und nur das gefunden. Hast du dir sowas vorgestellt? Was ist denn das? Das ist meine Bandaufzeichnungsmaschine. Ist das aufregend? Was mache ich jetzt? Du setzt dich einfach hier hin und ich verkabel dich. So, entspann dich. Die Maschine macht den Rest alleine. Jetzt werden wir ja sehen, was in seinem Unterbewusstsein versteckt ist. Zeit zu füttern, Zeit zu füttern. Jetzt ist Garys Fütterzeit. Miau, 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 miau. Schrupp, schrupp, schrupp die Zähne, dann sind sie sauber. Die geheime Krabbenburger-Formel muss doch hier irgendwo zu finden sein. Was ist denn nun? Ich bin doch ein Versager. Ach, Kopf hoch, Plankton. Wir haben eine ganze Woche bis zu unserem ersten Gig in der Krossenkrabbe. In der Krossenkrabbe? Aha, aber der olle Krabs will nicht, dass wir seine Kundschaft belästigen. Wir spielen nach Ladenschluss, wenn niemand mehr da ist. Wenn niemand mehr da ist? Ja, ja. Nun habe ich den perfekten Traumkörper. Eine Woche später. Oh nein, das sind die Bullen. Die dürfen mich auf keinen Fall sehen. Wieso? Wieso? Weil das üble Autogrammjäger sind und die verfolgen mich überall hin. Das ist hart. Dann verstecke ich dich mal lieber. Hey, was habt ihr Kinder hier so spät noch zu suchen? Wir haben gleich unseren ersten Auftritt. Wir sind in einer Band. In einer Band? Naja, also das ist... Oh... Du hast da einen, Ich hab da einen was? Er ist genau... Ja? Ach, putz dir einfach die Nase, Junge. Ja, mach ich, Officer. Sie sind weg. Du wirst das nie jemandem erzählen, kapiert? Los, Leute, beeilt euch gefälligst. Ja, geht gleich los. Ich muss nur den Schlüssel finden. Ich mach das selber, du hirnloser Schwamm. Hurra, gleich nehme ich die Krabbenburger-Formel mit. Ich meine, unser Konzert wird der Hit. Also, wo hat der alte Krabs das Rezept hier versteckt? Woo, let's rock! Yeah. Nun werden wir Stars! Ich frage dich, Thaddäus, bist du bereit? Hey, ich bin bereit. Okay, Patrick, bist du bereit? Ja! Plankton, bist du bereit? Plankton? Stehen bleiben! Ich bin bereit. Augenblick mal.
War diese Bab für dich nur ein Vorwand, damit du das Geheimrezept der Krabbenburger stehlen kannst? Wie kommst du denn darauf? Nein, ich war wegen der Musik dabei, Mann. Wenigstens komme ich in meine alte Zelle zurück. Von wegen, für dich haben wir eine neue, ganz besondere Zelle. Aber meine alte Zelle hat mir gut gefallen. Dann wird dir die noch viel besser gefallen. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Plankton. Wir haben nur 22 Jahre Zeit bis zu unserem nächsten Gig. Und eins und zwei. Du blödes Ding, jetzt geh schon auf. Komm jetzt. Sesam, öffne dich. Es ist sinnlos, Karen. Da geht gar nichts. Natürlich nicht, Einstein. Da ist eine Zeitschaltuhr dran. Die Flasche entriegelt sich erst morgen früh. Ich habe schon so lange gewartet. Was machen da noch? Diese Backwahl voll langen Stunden. Gute Nacht, Mr. Krabs. Schlafen Sie gut. Lassen Sie sich nicht von den Bettbarschen beißen. Euch auch ein barschfreies Bett. Ja. Also gut, jetzt holen wir uns diese Formel zurück. Mhm. Wir zwei machen es so wie Plankton und klauen die Formel. Was? Entschuldigung, bin mir auf den Schwanz getreten. Was soll denn das darstellen? Einen katzengewandten Dieb. Ich zieh mich um. Warte kurz. Na toll, aber wie soll ich denn jetzt hier reinkommen? Ich fass es kaum. Ja, jetzt friss ihr Gehirn! Ich liebe Kitschfilme. Gute Nacht, Süße. Ja. Was machst du denn? Sicher gehen, dass er schläft. Plankton's Amöbefleckchen. Sie will spielen. Gehst du jetzt endlich weg von mir? Stöckchen spielen? Hol's! Pass auf! Die Hoden. Es ist ein Zebra. Mach eine neue Portion Abfall. Alles gut, sie ist im Ruhezustand. Oje, der Abfall will flüchten. Netzhautscan. Nicht bewegen.
Na toll, was machen wir jetzt nur? Zum Glück habe ich das hier. Sein Profil ist wirklich gut eingefangen. Ja, aber der Rest wohl auch, hm? Oh. Ich übernehme das jetzt. Du darfst auch mal vorgehen. Geht's dir gut? Nein! Ich steh nur da. Ich beweg mich nicht mal. Tut mir leid. Ha! Oh? Hey, unfassbar, dass das geklappt hat. Guten Morgen, große Crew. Bereit für einen neuen Tag voller frischer Krabbenburger? Warum qualmt ihr zwei denn so? Es tut uns so leid, Mr. Krabs. Nein, er redet im Wahn. Nehmen Sie ihn nicht ernst. Doch, Mr. Krabs muss die Wahrheit wissen. Wir haben versehentlich die Formel verschlammt und Plankton hat sie gefunden. Dann wollten wir sie zurückholen und haben versagt. Ihr habt was? Plankton hat meine Formel in den Fingern? Ja, so sieht's aus. Tja, dann werde ich sie wohl zurückholen müssen. Nur keine Angst, Papa ist da. Oh ja, wer ist ein echtes Mannsbild? Du da, wie jetzt, egal. Hä? Oh nein, 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 nein! Augenschutz! Nehmen wir den Start gemeinsam vor. Na, aber sicher doch. 3, 2, 1. Feuer! Aua! Ich glaube, ich muss dringend aufs Klo. Bei Neptuns Dreizack, weißt du was? Ich würde den Brokkoli mal eine Zeit lang weglassen. Es hat geklappt. Diesmal haben wir seinen ganzen Körper transportiert. Ja, mein Plan geht auf. Leider habe ich jetzt keine Verwendung mehr für euch zwei Schatzi-Mausis. Mit Hilfe deiner Technologie werde ich mich jetzt direkt in die krosse Krabbe teleportieren. Und dann ist die Krabbenburger-Formel endlich mein. Ja. Oh nein, Plankton kann endlich triumphieren und wir haben ihm geholfen. Nein, eigentlich nicht. Laborpartner. Die Krabbenburger-Geheimformel. Aber wenn die jetzt hier ist, wo ist denn Plankton? Trottel! Ich hab sie rundgespielt wie auf einem 32-Bit-Synthesizer. So, wo ist jetzt diese Formel, hä? Was? Die Formel ist verschwunden? Nein! Hast du das auch gehört? Nein, habe ich nicht, aber irgendwas stinkt hier. So, und zwar fangen wir an mit Mehl. Dann fügen wir Seepockenspäne hinzu. Ha, das ist wie Bootradfahren, nicht wahr, Minion? Ihr Gedächtnis funktioniert, Chef. Lass uns die nächste Zutat zusammen beifügen, wollen wir? Meersalz. Was erzählst du da? Die dritte Zutat ist Meersalz. Soweit ich weiß, ist Kurkuma die dritte und stand in dem Rezept nicht was von Landsalz? Nein, Meersalz. Und erinnerst du dich nicht mehr an Scraps? Scraps, Chef? Ja, du weißt schon. Salz, Kurkuma, aber bitte so rum. Oder war es Lesions? Nein, das war's auch nicht, leider. Oder war's Scherzkeks? Ach was, nun werd mal nicht albern. Aber weißt du was, Jung? Ich hol jetzt die Formel raus und dann klären wir die Sache ein für alle Mal. Ja, tja, da machst du große Augen, hä? Jetzt hab ich deine Formel. Yeehaw!
Wird das eigentlich nicht irgendwann langweilig? Was heißt langweilig? Ich halte eine Tradition aufrecht, das ist doch was. Da hast du recht, mein Guter. Und daran beteilige ich mich auch. Au. Oh, sein Supercomputer. Ich habe ihn. Dank der zwei Idioten, die für Ablenkung sorgen, habe ich es geschafft. Mein Name steht auf der braven Liste. Für die nächsten Monate muss ich brav bleiben. Das kann ja nicht so schwer sein. Oh, was zum Ho-Ho-Ho ist denn hier gerade los? Meine Frau und ich entspannen uns in der Karibik und plötzlich geht der stille Alarm los. Hey, Weihnachtsmann! SpongeBob? Hoho! Hätte ich mir denken können, du gelber Quellgeist! Ich wollte dir nur dein Geschenk, das du Weihnachten nicht gekriegt hast, vorbeibringen. 213 Tage zu spät. Entschuldige. Ein Geschenk kommt niemals zu spät. Wie süß von dir. Nicht mal die Elfen oder die Rentiere schenken mir etwas. Danke, SpongeBob. Soll ich es sofort öffnen? Es ist etwas ganz Besonderes. Die Krabbenburger-Geheimformel? Das war das Weihnachtsmann-Geschenk. Vergiss die Liste. Was zählt ist nur die Formel. Gleich wird sie mir gehört. Plankton, das war unartig. Weihnachtsmann? Ich bin von Geburt an unartig. Was? Hier hast du es wieder. Ein Missverständnis, nichts für ungut, kommt vor. Ich war brav, nicht unartig. Na, dann lies es uns mal vor. Nein, lieber nicht. Mach schon, lies es vor. Lies es vor. Lieber Weihnachtsmann, kein Geschenk wäre groß genug, um dir zu zeigen, wie viel Freude du den Meeresbewohnern und den Kindern der Welt bereitest. Das ist ein Dankesbrief, um dir zu danken. Danke. Unterschrift in Liebe, dein Kumpel SpongeBob. Hier ist dein Schreibfehler. Oh, wie rührend. Das ist wunderschön. Vielen Dank, SpongeBob. Ohne die Hilfe von Plankton wäre ich nicht hier. So ungezogen ist er gar nicht. Und natürlich die meines besten Freundes Patrick. Patrick? Fröhliche Weihnachten für mich! Am nächsten Weihnachtsfest. Hier für dich. Euch allen fröhliche Weihnachten, Sheldon. Ein Klumpen Kohle. Frohe Weihnachten, Plankton. Sicher nur wieder ein Klumpen Kohle. Was ist das? Fröhliche Weihnachten, Plankton. Eines Tages wirst du uns alle vernichten. Ja, das werde ich, SpongeBob. Ja, das werde ich. Mach sie fertig. Noch eine Portion Abfallbällchen. Krabs? Was hast du hier zu suchen? Meine Kundschaft! Und die hole ich mir jetzt wieder zurück mit dem appetitanregenden Anblick eines Krabbenburgers. Los, holt euch ein! Oh, nicht viel! Ich nehme gleich zwei! Ja! Krabs! Du kannst doch nicht einfach hier runterkommen und mir die Kunden abspenstig machen! Das ist unmoralisch! Ist es nicht? Was ich tue, ist völlig legal. Ich habe die Schürfrechte unter meinem Restaurant. Oh, die Schürfrechte? So ein Meeresmist. Mit juristischem Kram war ja schon immer gut. Na schön, Krabs. Wenn du es fair findest, mir mein Geschäft zu untergraben, dann mache ich eben das Gleiche mit dir. Pass auf! Ja!
Na, wie fühlt sich das an, Krabs? Wenn man sozusagen in ein tiefes Loch fällt, eher unschön, nehme ich an. Halt still, dann kann ich dich besser begraben. Wer hier will, begräbt es doch nicht raus. Na gut, Krabs, ganz wie du willst. Da! Wir sind gefangen! Gefangen in einem ganz tiefen Loch! Das ist alles nur deine Schuld! Dafür sollte ich dich in Knoblauchbutter braten! Plankton, ich glaube, du hast den Ernst der Lage noch nicht so ganz erfasst. Wir sind hier unten eingeschlossen. Verstehst du? Das heißt, wir kommen hier nicht mehr raus! Für dich gibt's vielleicht wirklich keinen Ausweg, Krabs, aber um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Meine geringe Körpergröße erlaubt es mir, fast überall durchzuschlüpfen. Wie gesagt, fast. Wir sind verloren. Aha, das habe ich dir eben versucht zu erklären. Tröste mich. Fünfzehn Minuten später. Was ist nur aus uns geworden? Wir sind alt und grau. Unser Ende naht. Weißt du, Plankton, sollten wir hier je lebend herauskommen, machen wir in Zukunft gemeinsame Sache? Ja, einverstanden, Krabs. Lass uns das Kriegsbeil begraben, ein für alle Mal. Das schlag ich gerne ein. Keine Streitereien mehr. Keine linken Tricks und keine Schummeleien mehr. Ja. Moment mal. Hörst du das auch? Überraschung! Du hast uns gefunden! Dafür sollte ich dir glatt was bezahlen. Na dann lieber für meine normale Arbeit. Hey, Plankton, wir sind frei! Wo ist er? Ich bin dir um Längen voraus. Du willst mir aber jetzt nicht die Geheimformel klauen. Na klar, was denkst du denn? Hatten wir nicht Frieden geschlossen? Na klar, und daran halte ich mich auch. Ich klau dir ganz friedlich deine Formel. Na warte, du Winzling, wenn ich dich in die Klauen kriege. Ah, so, und jetzt nichts wie ran an die Formel. Bist du jetzt zufrieden mit dir, du Blödmann? Jetzt sind wir alle hier unten gefangen. Aber wenigstens da, wo es was Gutes zu essen gibt. Kundschaft, die niemals wegläuft? Einträgliches Geschäft eigentlich. Aber ohne Thaddäus brauche ich jemanden für die Registrierkasse. Tretet näher, Fische. Hier gibt's teuflische Erfindungen zum Tiefstpreis. Ich würde Ihnen den Sturmflutgenerator abkaufen. Ich gebe Ihnen $1,000 für die Gestankschutzbrille. Hey, was kostet der Computer? Wie viel geben Sie mir? Plankton! Na gut, meine Frau steht nicht zum Verkauf, aber alles andere hier muss raus. Tja, Frauchen, sieht ganz so aus, als könnten wir zur nächsten Phase übergehen. Wer möchte Geld umsonst? Wo gibt's Geld? Oh, ja, das ist doch ein bisschen. Geld umsonst! Okay, ist ja gut. Einer nach dem anderen, bitte. Um Geld umsonst zu erhalten, müssen Sie nur hier für den Erhalt des Abfalleimers unterschreiben. Oh, ich zuerst. Ja. Das ist skandalös. Weißt du, was Plankton da veranstaltet? Er untergräbt den demokratischen Prozess, indem er seinen vorübergehenden finanziellen Vorteil dazu nutzt, sich jede einzelne Unterschrift in der ganzen Stadt zu kaufen. Das sind 20, 40, 80. Er hat sich allein meine 4-mal gekauft. Ich meine, leckeres Essen ist schön und recht. Aber wie soll ich mithalten, wenn er Leuten Geld schenkt? Ich bin verloren. Tja. Nun heißt es auswegen, mein Junge. Und schottendicht. Das ist wohl das endgültige Aus. Ach, Chef, das tut so weh.
natürlich. Danke, vielen Dank. Ich hab das, was ich wollte. All eure Unterschriften. Ja, alle außer einer. Diesen gelben Schwamm werde ich in nächster Zeit vermutlich eher nicht einstellen. Aber wen kümmert das schon? Denn die klare Mehrheit ist auf meiner Seite. Und darauf kommt's in einer Demokratie an. Es ist soweit. Und wer wird nun mit dem Bulldozer Bekanntschaft machen? Mein Lokal sicher nicht, Herr von Paragraph. Ich habe genug Unterschriften gesammelt. Also hat das Volk entschieden. Treten Sie zur Seite, Mr. Krabs. Ja, aber... Nein, so nicht! Kein Schritt gehe ich hier weg! Bitte entfernen Sie sich jetzt, Mr. Krabs. Dann geht alles schnell und schmerzlos vonstatten. Wenn Sie mein Hab und Gut planieren wollen, wird es lange dauern und schmerzhaft werden. Weichen Sie keinen Millimeter. Wir stehen Ihnen bei, nicht wahr, Thaddäus? Thaddäus? Also gut, das ist nun endgültig Ihre letzte Chance. Niemals gehe ich von Bord der großen Krabbe. Nun schön, ganz wie Sie wollen. Auf geht's, ich will Zerstörung sehen. Lebe wohl, große Krabbe. Hä? Danke für Ihre Kooperation. Was? Entschuldigen Sie bitte vielmals, aber wollten Sie den Schuppen nicht dem Erdboden gleich machen? Ja. Planierungs- und Abrissmaßnahmen fallen nicht in mein Ressort. Ich bin nur dafür zuständig, dass die vorgeschriebenen Mindestabstände eingehalten werden. Dieser eine Fuß fehlte noch. Perfekt. Aber das ist nicht fair! Also wird die große Krabbe nicht niedergewalzt? Nein! Danke, 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 danke! Oh je. Los jetzt! Wird das bald was? Ich will endlich Zerstörung sehen! Naja, ich glaube, das reicht. Den Burger gibt es allerdings erst nach der Show. Welcher Show? Naja, die Show, die man zum Gratis-Burger dazu gewinnt. Hier? Ach, komm schon! Soll das ein Witz sein? Hier steht klar und deutlich und eine Show. Ist zulässig. Fischdreck! Gehört das Theater etwa zur Show? Nein, die Show beginnt noch lange nicht. Hm, recht filigrane Verzierungen. Was würden Sie sagen? Puppen! Es war einmal ein glücklicher Krabbenbürgerjung. Lal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 a. Alle gutherzigen Menschen der Welt mochten ihn. Doch leider gibt es da auch einen fiesen Schurken in dem Stück. Sein Name ist Plankton. Buh! Zisch! Und eines Tages, als der Jung nichts Böses ahnte, schlug Plankton zu und biss dem Jung ein großes Stück aus dem Gesicht. Oh, das tut weh! Okay, wir haben es langsam kapiert. Doch zu Planktons großem Unglück lag ihm der Bissen schwer im Magen. Und er wurde sehr wütend und bekam gewaltige Blähungen. Bis er letztendlich zerplatzte. Ende. Oh, na bravo. Ganz toll. Wieso bekommt diese blöde Puppe ihren Krabbenburger und ich nicht? Und wieso stehst du nicht in der Küche und grillst meine Krabulette? Also dann, SpongeBob,
Wir können ihn nicht länger hinhalten, Minion. Mach deine Sache gut. Das ist vielleicht die letzte Krabulette, die du grillst. Ich werde mein Bestes tun. Psst. Ich habe einen Plan. Du beschäftigst den aufgeblasenen Knülch. Entschuldigen Sie, Herr Oberaufseher Knülch, aber während wir warten, würde ich Ihre Aufmerksamkeit gern kurz auf die zahlreichen Gesetzesverstöße lenken, die da hinten zu finden sind. Die reinsten Todesfallen. Na endlich. Das wäre erledigt. Und jetzt 3, 2, 1. Mr. Krabs! SpongeBob! Mr. Krabs, es ist schrecklich. Es gibt keine Brötchen mehr. Oh nein, Mast- und Schotbruch. Hier sind die bestellten Brötchen. Wohin mit dem Zeug? Gut, dass ich eine Sonderlieferung wegen des Gewinnspiels bestellt habe. Endlich, nach vielen langen Jahren, ist nun doch noch ein Krabbenburger mein. Würden Sie ihn bitte für mich einpacken? Ich möchte ihn mitnehmen. Klar, einmal zum Mitnehmen. Bitte sehr. Oh nein, so nicht. Du musst ihn gleich vor Ort verzehren. So lauten die Regeln. Ja, steht tatsächlich da. Nun? Okay, okay, geht klar. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Es herrscht Verzehrpflicht vor Ort. Du musst ihn runterschlucken. Ach, kommt schon. Regelgerecht. Schön. Kann ich denn nun gehen? Ja! Karen, beeil dich! Du musst diesen Krabbenburger ganz schnell aus mir herausschneiden! Willst du keine Narkose? Keine Zeit! Ich spüre schon, wie die Verdauung einsetzt! Wie du willst, Liebling! Schön stillhalten! Es könnte leicht wehtun! Ja! Mr. Krabs? Was ist denn, Minion? Da drüben. Immer hereinspaziert und nicht drängeln. Hey, Eugene, du kannst einen Gratisburger gewinnen. Du musst nur erraten, wie viele Kunden im Abfalleimer versammelt sind. Ist mir schlecht. Diese Krabbenburger schmecken nach Magensäure. Das schmeckt wie Aspirin mit Karotten. Widerlich, einfach widerlich. Halt, komm zurück! Also wirklich, Karen, was hast du gemacht? Das, was du wolltest. Ich habe deinen Mageninhalt analysiert und aus den Bestandteilen einen Krabbenburger gemacht.